Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW5 vom 28. Januar bis zum 3. Februar 2019. In der Nacht zum Montag geht der Regen und Schneeregen im Süden bis in die Mitte des Landes bei leichten Minusgraden oder Werten um 0 Grad in Schnee über. Im Rest des Landes sind neben den Regen- und Schneeschauern auch ein paar klare Abschnitte dabei. Zum Montagmorgen hin wandert ein Regengebiet von Westen her ins Land hinein. Dieses wird rasch in Schneeregen bis Schnee übergehen. Örtlich droht Schneeklette. Besonders von West-Nordrhein-Westfalen bis zum Harz sind vermehrt stärkere Schneefälle möglich. Von der Nordsee bis in die Lausitz werden plus 3 bis plus 5 Grad erreicht, im Rest des Landes plus 1 bis plus 3 Grad. In den Mittelgebirgen bleibt es kühl bei minus 3 bis plus 1 Grad. Auf den Gipfeln herrscht Dauerfrost. Bis in die Nacht reicht das Schneegebiet Polen. Von Westen her lockert es langsam auf. Am Dienstag gibt es neben vielen wolkigen Abschnitten auch vereinzelte Schneeschauer. Im Rheinland-Pfalz und im Saarland schneit es etwas ergiebiger. Im Süden bleibt es freundlich und trocken. Bis plus 4 Grad werden im Emsland erreicht, sonst plus 1 Grad bis plus 2 Grad. In den Mittelgebirgen weiterhin Dauerfrost. Nach einer klaren bis wolkigen Nacht ziehen dichte Wolken rasch von West nach Ost am Mittwoch Vormittag. Am Nachmittag fällt von der Nordsee her über die Benelux-Staaten in den Westen Deutschlands Schnee. Weiter ins Landesinnere fällt Schneegriesel oder Nieselregen. Es besteht weiterhin die Gefahr von Schneeklette. Bis plus 3 Grad werden im Landesinneren erreicht, minus 2 in den Mittelgebirgen. Der Donnerstag zeigt sich teils wolkig, teils bedeckt. Südwesten ist es bei um die plus 3 Grad recht sonnig. Vereinzelt kann es Schneegriesel oder Nieselregen geben. Plus 3 bis minus 2 Grad. Die Nacht zum Freitag wird größtenteils klar bis wolkig. Am Vormittag kommen von Westen her dichtere Wolken mit Eisregen oder Schnee. Weiter nördlich kriselt und nieselt es. Plus 6 bis minus 1 Grad. Über den Freitag bis Samstag gibt es immer mal wieder vereinzelte Schnee, Schneeregen, Regen oder Eisregenschauer. Zwischendurch klart es auch immer mal auf, plus 8 bis 0 Grad. Der Sonntag ist meist bewölkt bis bedeckt. Im Süden gibt es immer mal leichte Schneeschauer. Richtung Berchtesgaden kann es auch häufiger schneien. Im no Norden nieselt es vereinzelt. Sonst ist es recht angenehm bei Werten von plus 6 bis 0 Grad. In der kommenden Woche, in der Kalenderwoche 6, kann es dann wieder etwas kühler werden. Aber manche Modelle zeigen auch immer noch einen leichten Temperaturanstieg an. Deswegen sind wir mal gespannt, weil solange ein Modell noch Plusgrade anzeigt, muss immer davon ausgegangen werden, dass dies auch eintrifft. Das heißt, der Winter lässt sich mal wieder auf sich warten. Die letzten Wochen waren ja teils in manchen Regionen ziemlich kalt. Und das werden wir bis jetzt erstmal nicht mehr haben. Nur ganz oben auf den Gipfeln der Mittelgebirge oder in den Alpen sind diese Werte noch erreichbar. Das war's damit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Tschüss.